Und damit einen wunderschönen guten Hallo! Zurück, Skyline hier mit seinem Deck-Profiling zu den Bujins. Und es ist halt, ich spiele es zurzeit sehr langsam. Es dauert ein bisschen, bis ich alles vorbereitet habe. Wenn ich Glück habe, habe ich ziemlich schnell alles vorbereitet, um meine Ungeheuerkrieger zu beschützen. Auf das Deck halt hier basiert. Ansonsten dauert das ziemlich lange bei mir. Und daher könnte ich noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, um ein bisschen Speed reinzukriegen. Vorerst noch dazu, alles was ich an Extra-Decks habe, sind meistens auch immer nur die, die halt zum Themendeck halt passen. Also sprich zu den Bujins habe ich halt auch nur fast nur Bujins halt drin. Aber seht ihr gleich. Auch gerne, was, wenn was passend reinkommen könnte, dann auch gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin da so ein bisschen eigen. Gut, dann spiele ich, sage ich jetzt einfach mal, dreimal Susanovo. Ich will mal gucken und so, und dann muss ich mir mal ein bisschen hübscher machen hier. So, alles doof und so. So, total professionell. Dreimal Susanovo. Aus dem einfachen Grund, weil der mit am schnellsten von den ganzen Bujins zu rufen ist. Weil es ihm halt egal ist, ob es jetzt ungeheuer Krieger oder Geflügelt ist oder sonst irgendwas. Danach kommt einmal, also Susanovo, ganz einfach der Effekt, ein Material an, abhängen, dann kann ich mir ein Bujin-Monster auf die Hand holen und er kann jedes Monster einmal angreifen, das ist also schon mal mega cool. Dann kommt einmal Bujin-Tei Kakutsuki. Hier müssen nämlich zwei Ungeheuerkrieger benutzt werden. Die obersten 5 Karten kommen auf den Friedhof. Und für jede Bujin-Karte, also auch Zauber- und Fallenkarten, bekommt er 100 ATK extra. Des Weiteren, wenn ein Monster von Typ Ungeheuer Krieger zerstört werden würde, ob jetzt durch Karteneffekt oder durch Kampf, kann ich halt ein Exit-Material abhängen und damit dieses Monster retten. Dann haben wir noch einmal Bujin-Ki Amaterasu. Hier brauche ich einfach nur 4 Ständemonster. Und kann den Effekt bei beiden Zügen, also entweder bei meinem oder beim Gegner aktivieren. Wenn ich bei meinem aktiviere, kann ich das ein verbanntes Monster als Spezialbeschwörung aufs Spielfeld beschwören. Und wenn ich den Effekt beim Gegner aktivieren, mein Material abhänge, kann ich mir ein verbanntes Monster zurück auf die Hand holen. Dann benutze ich, weil es einfach gut reinpasst, habe ich das Gefühl, noch mit dabei, dreimal Bruderschaft der Feuerfaust, Tigerkönig, Tigerkönig. Ich habe jetzt einen Effekt nicht ganz im Kopf, aber das passt halt für die Ungeheuer Krieger ganz gut rein. Das war es auch schon mit dem Extra-Deck. Wie gesagt, wenn irgendwas noch reinpassen würde, weil ich es immer themenbezogen halt immer machen möchte, gerne in die Kommentare schroten, nehme ich die erstmal zur Seite. Dann kommen wir zu den Monstern. Ich spiele direkt am Anfang einmal Hirume. Hirume ist ziemlich nice, weil ich einfach ein Monster vom Friedhof verbannen kann und dann kann ich den hier spezial beschwören. Und wenn ich... Wenn er halt auf diese Art und Weise spezial beschworen wurde und er zerstört werden würde, müssen beide Spieler eine Karte abwerfen, eine zufällige Karte. Dann kommt einmal Arosuda. Das ist halt die nochmal ganz nice, wenn ein Monster von Friedhof oder von einem Spielfeld verbannt wird, darf ich den hier spezial beschwören. Einmal pro Spielzug halt auch nur. Okay, das wussten wir. Das Problem ist, ich benutze sehr selten die Effekte von den Ungeheuer Kriegern, deswegen Entschuldigung. Wenn ich jetzt noch eine Karte ziehen würde, ohne meine normale Draw-Phase, dürfte ich noch eine weitere Karte ziehen. Das ist halt noch der Effekt, wenn auf diese Art und Weise spezial beschworen wurde. Dann spiele ich zweimal Mikatsuki. Wenn ein Ungeheuer Krieger getötet werden würde, dann dürfte ich halt den hier spezial beschwören. Und dann zweimal Yamato. An jeder Endphase von mir darf ich halt eine Karte auf die Hand holen, eine Karte ablegen. Jetzt, das waren schon die Ungeheuerkrieger, jetzt kommen die ganzen Unterstützer.
Und zwar einmal dreimal den Bujingi Kranich. Jedes Mal, wenn ein Monster, ein gegnerisches Monster meine ungeheuer Krieger angreifen würde, dürfte ich den von der Hand auf den Friedhof legen. Dann würden, verdoppelt sich von Monster mit der Grund-ATK. Also erhöht sich die ATK meines Monsters um seine Grund-ATK. So rum. Kannst du schon ordentlich ziemlich viele Gegner halt mit ärgern. Dann dreimal den Bujingi Hasen. Jedes Mal, wenn ein ungeheuer Krieger, jedes Mal, wenn ich den vom Friedhof aus dem Spiel verbanne, kann ein ungeheuer Krieger weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden, einmal in der Runde. Auch mal ganz nice. Dann, Bujingi Krie. Ich bekomme die ATK des angreifenden, also ein ungeheuer Krieger bekommt die ATK des angreifenden Monster, wenn ich diese Karte vom Deck, von Hand auf den Friedhof werfe. Und der Gegner erhält die Hälfte des Schadens davon ab. Ganz einfach. Dann meine MSTs sozusagen, die Bujingi 100-Füßler. Die sind halt dafür da, wenn der auf dem Friedhof liegt und ich habe ungeheuer Krieger auf dem Spielfeld, darf ich sie vom Friedhof verbannen, um einen Zauber Feinkarte halt zu zerstören. Dann zweimal die Bujingi Schildkröte. Wenn ein Effekt aktiviert wird, der ein ungeheuer Krieger visiert, also zielt, darf ich diese Karte von Friedhof aus dem Spiel verbannen, um diesen Effekt zu annullieren. Dann habe ich einmal. Genau, Bujingi Pavo. Wenn ein ungeheuer Krieger durch Kampf oder durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kann ich diese Karte von der Hand auf den Friedhof halt legen und ein Bujin-Monster als Spezialbeschwörung von meinem Deck beschwören. Auch mal ganz sweet nebenbei. Also falls du mal wirklich gerade ein Bedrängnis bist, bumm, hast du gleich das nächste Monster halt da liegen, ganz gut. Eins der eher unwichtigeren Karten, die ich in meinem Deck habe, aber halt dafür, um halt ein bisschen Verteidigung mit reinzubringen, ist der Bujingi Fuchs. Mit 2100 Verteidigung ist mein einziges Verteidigungsmonster. Wenn diese Karte, also ich kann diese Karte vom Friedhof verbannen, um eine Karte von meiner Hand auf den Friedhof halt zu legen. Dann kann ich halt zum Beispiel so einen Hasen oder sowas auf den Friedhof legen. Dann der Bujingi V. Einmal. In meiner zweiten Main Phase kann ich diese Karte von Hand auf den Friedhof legen, um eine Karte von meinem Deck auf die Hand halt zu holen. Kann ich halt nur einmal verwenden. Einmal dann noch den Bujingi Sinyu. Komme ich jetzt gerade nicht drauf, was der Effekt jetzt nochmal war. Genau, wenn diese Karte, wenn ein Monster ungeheuer Krieger angegriffen wird und auf dem Friedhof angegriffen wird, kann ich diese Karte vom Friedhof aus dem Spiel entfernen und bekomme ich die ATK des derzeitig angreifenden Monsters auch nochmal dazu, als auf meinen Gegner drauf. Und hier wird auch nochmal der Kampfschaden halbiert. Fast das gleiche halt wie Bujingi Krie, halt nur, dass er nicht von der Hand auf dem Friedhof, sondern vom Friedhof aus dem Spiel verbannt wird. Und dann nochmal Bujingi Quilin, von dem ich eigentlich wesentlich mehr spielen müsste. Wenn ich einen ungeheuer Krieger auf dem Spielfeld habe, kann ich diese Karte vom Friedhof aus dem Spiel verbannen, um eine Karte auf dem Spielfeld zu zerstören, also eine offene Karte zu zerstören. Also mega sweet. Dann spiele ich, das waren schon die Monster, dann spiele ich noch zweimal, machen wir mal anders, zweimal Bujingi Karnation. Besagt halt im Endeffekt, dass ich, falls dein Gegner ein Monster kontrollierst und du keine Monster kontrollierst, wähle ein Verbanntes und ein Monster aus dem Friedhof, kannst du spezial beschwören und die können halt nur als Exitmaterial für einen ungeheuer Krieger verwendet werden. Hilft mir nicht immer was. Also meistens ist es echt eine tote Karte auf der Hand. Dann spiele ich zweimal Feuerformation Tengi. Aus dem einfachen Grund, weil ich damit einen ungeheuer Krieger sofort auf die Hand holen kann. Ist also nebenbei ziemlich sweet. Dann die Bujin Einheit. Hatte ich damals zweimal gespielt, habe ich jetzt auch auf einen reduziert. Falls du keine anderen Karten halt kontrollierst, kann ich halt eine Karte habe, kann ich alle Bujin-Ungeheuer-Krieger von Friedhof ins Deck zurückmischen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Von deinem Friedhof ins Deck. Und falls du dies tust, lege deine gesamte Hand. Nimmst du eine Karte auf den Friedhof, dann kannst du
deiner Hand bis zu 3 Bujin-Monster von irgendeinem Krieger mit unterschiedlichen Namen von deinem Deck hinzufügen. War sehr oft auch eine tote Karte, habe ich also auch nicht so richtig benutzen können. Dann habe ich noch einmal die Bujingi-Insignien, der Spiegel. In meiner ersten Main-Phase, falls mein Gegner mehr kontrolliert an Monster als ich und ich einen Bujin-Monster ungeheuer Krieger habe, kann ich die aktivieren und dann kann er bis zu seiner Endphase keine Zauber- und Feindkarten mehr aktivieren. Dann einmal mit Aufschlag, brauche ich nicht großartig zu erklären, und einmal MST, brauche ich auch nicht großartig zu erklären. Das waren die Zauberkarten. Dann kommen wir zu den Feindkarten. Dort spiele ich dreimal Bujingi Insignien das Schwert. Hat den einfachen Effekt, dass ich entweder eine verbannte Karte auf dem Friedhof legen kann oder eine Karte vom Friedhof auf meine Hand zurückholen kann. Dann zweimal Bujingi Insignien das Juwel. Die kann ich ausrüsten an eine Vierer-Exit-Monster anhängen. Und für jedes Exit-Material, was es hat, erhält es 300 ATK extra. Und ich kann in jeder meiner Runde kann ich ein Material anhängen. Ist also mega sweet. Aber es muss halt ein Bujin-Monster von meiner Hand als Exit-Material benutzt werden. Der erste Effekt funktioniert halt bei jedem Monster, der zweite ist halt nur bei einem. Und ja, das ist das. Dann haben wir einmal Bujin-Störung, zweimal. Ist eine mega coole Karte. Ich muss ein Exit-Monster der Stufe 4, ein Bujin-Exit-Monster der Stufe 4, aus dem Spiel verbannen. Und dann werden alle Karten zurück auf die Hand gegeben. Beide Spieler können bis zur zweiten Endphase nach der Aktivierung nur Monster normal beschwören. Und beide erhalten keinerlei Kampfschaden bis zur Endphase. Und nach der zweiten Endphase darf ich ein Monster aus dem Friedhof auswählen und mein Exit-Monster zurückholen und das ausgewählte Monster als Material anhängen. Dann meine Lieblingskarte, eigentlich meine Lieblingsfeindkarte, ist Ruf der Gejagten, spiele ich zweimal. Selbsterklärend. Spiegelkraft einmal, auch selbsterklärend. Und einmal Lockendes Licht, auch selbsterklärend. Also eine Karte, Karten von der Hand auf den Friedhof legen, alle Karten von der Hand auf den Friedhof und eine beliebige Anzahl wieder zurück auf die Hand, also die gleiche Anzahl zurück auf die Hand nehmen an Lichtmonstern. Ja, ist halt noch ziemlich langsam und so wie ich es halt zurzeit spiele. Ich werde ja gucken, dass ich ein bisschen ein paar von diesen Feuerformationen nochmal dazu nehme, weil die halt anscheinend ziemlich gut zusammen ziemlich gut zusammen fungieren. Daher will ich da jetzt nochmal demnächst mich ein bisschen schlauer machen. Ja, gerne in die Kommentare schroten, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Und dann hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat. Ich hoffe auf schönen Feedback. Ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ansonsten hören wir an. Tschüss.